Hi ihr Lieben, wir sind das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt und als solches vertreten wir die queere Community in Frankfurt. Nachfolgend seht ihr einen Beitrag von einer Einzelperson, die über ihre Diskriminierungserfahrungen berichtet, welcher uns schriftlich zugesandt wurde. Diese Person möchte sich jedoch nicht vor der Kamera zeigen, deshalb lesen wir euch diesen Bericht vor und möchten ihn gerne mit euch teilen. Ich bin 67 Jahre alt, verheiratet und eine Frau mit transidentem Hintergrund. Im Januar 2018 hatte ich mein Coming Out. Zu dieser Zeit war ich bereits 42 Jahre verheiratet, hatte 2 Kinder und 2 Enkelkinder. Warum ich mich nicht früher geoutet habe, ist schnell gesagt. Ich hatte Angst. Angst, meine Frau und meine Kinder zu verlieren. Angst um meinen Job. Angst, zum Gespött der Menschen zu werden. Angst, von meinem Umfeld nicht akzeptiert zu werden. Angst vor Diskriminierung. Und diskriminiert wurde ich oft. Bei einem Treffen mit anderen transidenten Personen fragte mich bei der üblichen Vorstellungsrunde einer, warum ich kein Kleid trage. Und vor allem kritisierte er mein Aussehen, indem er sagte, er würde in mir eher den Mann sehen. Das war für mich ein Schock. Vor allem wusste ich nicht, was ich dazu sagen sollte. Eine andere Erfahrung machte ich an einem Samstagnachmittag im September 2018. Meine Frau und ich waren in Frankfurt, um einkaufen zu gehen. Dass zu dieser Zeit das Erntefest auf dem Rossmarkt stattfand, wussten wir nicht. Ich war zu dieser Zeit froh, dass meine Frau nach meinem Coming-out im Januar, als ich ihr sagte, dass ich eigentlich eine Frau bin, weiterhin alles gemeinsam mit mir machte. Das war am Anfang nicht einfach für sie, denn immerhin hatte sie vor über 40 Jahren einen Mann geheiratet. Nachdem wir uns was zu trinken geholt haben, hörten wir einem Sänger zu. Dass mich Menschen erstaunt anschauten, wenn sie mich sahen, daran hatte ich mich gewöhnt. Immerhin fiel ich mit meiner Körpergröße von 1,83 auf. Dazu noch die kurzen Haare und auch noch geschminkt. Für manche Menschen ist das scheinbar schon zu viel. Ungefähr eine halbe Stunde später meinte der Sänger, dass er jetzt gleich eine Pause machen würde. Und kurz nachdem er dies gesagt hatte, sprach er, indem er mich ansah, in sein Mikro und fragte mich direkt, ob ich denn heute mit meinen roten Lippen schon jemand geküsst hätte. Alle Menschen drehten sich sofort in meine Richtung. Für mich waren es gefühlt 1000 Augen, die mich anschauten. Ich war sprachlos. Meiner Frau liefen die Tränen und sie meinte nur, komm, wir gehen. Das taten wir dann auch. An Einkaufen war nicht mehr zu denken. Viele Menschen aus unserer Community machen ähnliche Erfahrungen. Es stellt sich nun eine von vielen Organisationen in Frankfurt vor, die queere Menschen unterstützen und beraten. Weitere Anlaufstellen findet ihr auf unserer Homepage unter www.vielfalt-frankfurt.de. Endlich wieder den eigenen Körper im Wasser treiben lassen. Wasserball spielen mit sympathischen Menschen. Ein paar Bahnen ziehen, ohne Angst haben zu müssen, angestarrt, beschimpft oder aus der Umkleide geschmissen zu werden. Das ist bei uns möglich, beim queeren Schwimmen. Wir sind eine unabhängige Gruppe, bestehend aus den Ranzfurter Schwestern und weiteren Einzelpersonen, die in Frankfurt am Main das queere Schwimmen organisieren. Für 3 Stunden mieten wir ein Schwimmbad und bieten einen Schutzraum an, in dem Personen schwimmen und planschen können. Das queere Schwimmen richtet sich an alle Personen, die sonst nicht in ein öffentliches Schwimmbad gehen können oder wollen. Sei es wegen Trans- oder Interfeindlichkeit, wegen Bodyshaming oder Rassismus. Bei uns sind alle willkommen. Menschen mit vielfältigsten Körpern, Leidenschaften, Identitäten und Herkünften. Im Schwimmbad gibt es eine All-Gender-Umkleide und Dusche für alle Menschen. Außerdem gibt es eine Einzelumkleide und Dusche. Nach dem Umziehen kannst du Bahnen schwimmen oder mit anderen Leuten Wasserball spielen. Zwischendurch kannst du dich auch in der Snack-Ecke stärken und dich mit anderen BesucherInnen unterhalten. Wenn du dann voller Energie bist,
kannst du dir eine Meermenschflosse anziehen und damit durchs Becken schwimmen. Wenn es dir mal nicht so gut geht oder du etwas Unschönes erlebst, kannst du dich in den Awareness-Raum zurückziehen. Außerdem gibt es ein Awareness-Team, das du jederzeit ansprechen kannst. Das queere Schwimmen findet 4-mal im Jahr statt. Der Eintritt ist frei. Aktuell nutzen wir das Schwimmbad der Goethe-Universität am Sportcampus Genheim. Die nächsten Termine findest du immer auf unserer Webseite. Du kannst uns auch gerne bei Fragen eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns darauf, dich beim nächsten queeren Schwimmen zu sehen.